Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Heute wieder mit einem Thema, was ich vorbereitet habe. Und dieses Thema, das wird das Thema Wasser sein. H2O in der chemischen Formel genannt. Und Wasser ist so ein wichtiger Rohstoff auf unserem Planeten, der natürlich überhaupt nicht mehr respektiert wird. Und ich möchte euch einfach mal ein paar Dinge sagen. Ihr kennt ja alle das gute alte Salzwasser im Meer. Das schmeckt nicht und ist natürlich auch nicht gut für uns Menschen, weil es natürlich den menschlichen Körper von innen heraus austrocknet. Jetzt könnte man meinen, hey, YouTube Gamescom, das ist doch kein Problem, es gibt so viel Meerwasser, das kann man doch einfach entsalzen. Ja, Leute, das Problem ist, man kann nicht einfach hier Meerwasser entsalzen, das funktioniert nicht, weil es erstens mal sehr teuer ist und man muss dieses ganze Wasser noch anreichern mit Mineralstoffen, weil der menschliche Körper, der braucht tatsächlich Mineralstoffe, die natürlich im Wasser gebunden sind, zum Beispiel im Süßwasser, durch diesen ganzen Flusskiesel und so. Und das ist natürlich sehr teuer. Wobei, ihr habt recht, es ist möglich, und zwar im Vereinigten Königreich, in Saudi-Arabien, gibt es einen Staat, der heißt Dubai. Und da wird wirklich dieses Wasser aus dem Meer genommen, entsalzen und über ein Kiesbett gelegt, damit dieses Wasser Mineralstoffe aufnimmt. So, es gibt natürlich aber auch Eiswasser, zum Beispiel Nordpol, Südpol, wisst ihr ja alle, schmilzt aber leider immer wieder. Das ist die größte Süßwasserreserve der Welt, muss man sich mal vorstellen. Das ist reines Süßwasser, wirklich reinstes Süßwasser. Und das schmilzt immer mehr weg und das wird dann langsam zu Salzwasser. Ja, Süßwasser ist ja auf der Welt gar nicht so oft vertreten, wie wir das meinen. Es gibt wirklich wenig Süßwasser. So, jetzt lass mich nochmal schnell konzentrieren. Der größte Teil ist immer noch dieses blöde Salzwasser. So. Oh Mann. Und ja, es wird heutzutage, das Wasser ist leider nicht ordnungsgemäß verteilt. Und wir sagen immer, wir sollen Wasser sparen in Deutschland. So, das Problem ist, das ist zum Beispiel in Berlin so, viele Berliner sparen Wasser. So, das Problem, durch diesen ganzen Wassersparen verstopfen die ganzen Kanalleitungen und es müssen unendliche Millionen Liter und Millionen von Tonnen Wasser jedes Jahr nur in Berlin durch die Ableitung Abwasserkanäle geleitet werden, damit die ganzen Kanäle ja durchgespült werden. Das ist sogar noch mehr Wasser, ja ihr wisst schon, es wird auf jeden Fall mehr Wasser verbraucht als sonst, wenn man nicht sparen würde. Das war das kleine Commentary über Wasser, ich hoffe es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein, bis dann, ciao.